Hallo und herzlich willkommen auf EWO2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WW2K20, das Community Universe, das EWOverse. Wir starten heute direkt mal aus der Arena und ich begrüße euch an dieser Stelle zu Starcade, der Pay-Per-View, der quasi ja so das Highlight der WCW-Zeit war und auch immer im Dezember stattgefunden hat. Und wir sind hier auch in der Arena. Starcade war ja dann nochmal eine WWE Network Production in den letzten 2 Jahren, glaube ich. Und ja, da habe ich mir gedacht, hey komm, ich habe keine Ahnung, was wir für ein Pay-Per-View bringen sollen, weil dadurch, dass eben das mit AEW nicht hingehauen hat, bin ich doch so ein bisschen dann in die, quasi in so einen Weg abgebogen, wo ich keine Ahnung mehr hatte. Und es sind wirklich die Pay-Per-View-Ideen ausgegangen. Und da habe ich gedacht, hey komm, wenn wir schon Halloween Havoc machen, dann machen wir auch Starcade. Und wir sehen hier auf jeden Fall ein Fatal 4-Way-Match mit Elimination um die Tag Team Championships. Mit dabei auf jeden Fall The New Day, das haben wir gerade schon gesehen. Dann warten wir auf das nächste Team. Ich schätze mal, das wird Psychotic Wrestling sein, weil das gerade mega lange lädt. Und ich kann ja mal gerade hier... Ah, jetzt kommen sie endlich. So, auf jeden Fall The New Day. Die haben 18 Punkte, 6 Siege, 4 Niederlagen. Dann kommen wir hier zu Psychotic Wrestling. Auch die 18 Punkte, 11 Siege, 10 Niederlagen. Warten wir ganz kurz ab. This is a big time opportunity, Byron, as the title will be on the line. So, da geht's lang. Dann hätten wir natürlich unsere Champions. Da kann ich mal drauf eingehen. Die haben 7 Siege, 5 Niederlagen, 21 Punkte. Aber die kommen jetzt noch nicht. Jetzt kommen nämlich erstmal weitere Gegner mit 18 Punkten. Das ist Breezango, Fandango und Tyler Breeze. 6 Siege, 7 Niederlagen, 18 Punkte. Also, das könnte Potenzial haben für ein gutes Match, weil die Elimination-Matches waren ja nie wirklich so schlecht. Ich erinnere mich immer wieder gerne an damals hier EWO, wo der Delta komplett abgerissen hat und am Ende Revival beide eliminierte. So, und jetzt kommen die Champions. AOP von der Seth Rollins-Sekte. Da oben der Titan schon ist ganz cool von denen. So, da sind die zwei Austauschschüler. Dann würde ich sagen, wir überspringen das Ganze und gehen dann mal direkt in das Match rein. Ja, ihr seht, unten links ist ein Starcade-Logo. Das ist nicht das, was wir hier haben, also hier in dieser Arena. Das ist ein altes, oder beziehungsweise ich glaube, das ist ein Custom-Logo. Weil ich habe hier keins in der vernünftigen Starcade-Qualität gefunden, wie unten der lange Schriftzug ist. Und deswegen sehen wir dann dieses Logo hier. Aber ich denke mal, das sollte ja wahrscheinlich den meisten eh egal sein. Hauptsache, wir haben ein Logo da unten. Also rein theoretisch hätte ich auch ein Bild malen können. Was ist das für eine Idee? Ich werde jetzt in Zukunft immer zu jedem Paper ein Bild malen. Das würde ich dann unten reinstellen. So, was haben wir denn für Begegnungen hier? Also auf jeden Fall, unter Druck steht hier Psychotic Wrestling. Ganz klar. Und auf jeden Fall, wenn AOP heute nicht gewinnt, dann werden sie auch auf 0 Punkte zurückgesetzt, das wissen wir ja auch. Also eigentlich wird jedes Team auf 0 Punkte zurückgesetzt, was sie heute nicht gewinnt. Deswegen, also sollte hier Psychotic Wrestling kämpfen. Denn wir wollen natürlich das Match gegen den Winner Circle noch sehen. Die von den Punkten eigentlich dran gewesen wären. Obwohl wir jetzt so oft hier, ich kann das gerade mal vorlesen. Hier. Vom Winner's Circle gab es jetzt seit dem 23. kein einziges Match mehr und trotzdem werden wir von den Punkten noch Hauptherausforderer. Dann kommt noch dazu, zwischen dem 13. und dem 18. hatte der Winner's Circle auch kein Match. Also wo eigentlich der Winner, eigentlich wäre dieses Match verdient gewesen für uns. Weil man kann schon davon ausgehen, dass wir davon mindestens mal eins gewonnen hätten. Also selbst unabhängig davon, wären wir sowieso mit 27 Punkten vorne. 9 Siege, 2 Niederlagen. Wird ordentlich geboot. So, jetzt Cole wollte hier auf... Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist Rizar. Ja, das müsste Rizar sein. Der stemmt jetzt Big E hoch. Oh, jetzt geht Tyler Breeze auch mal komplett steif. Stretch.
Ja, das ist aber leider wieder das, was wir immer haben bei 8 Leuten. Das ist sehr, sehr unübersichtlich. Weil das wird schon, sobald die ersten rausgeflogen sind. Achso, und übrigens, wir haben einen Timelimit von 15 Minuten. Das darf auch nicht vergessen werden. Das habe ich nämlich mal bewusst gemacht, weil die Tag-Team-Matches immer so lange dauern. Ganz vergessen zu sagen eben. Also rein theoretisch ist es möglich von der Zeit. Und wir haben ja auch hier schnell einen Schwung. Aber was natürlich auch gesagt wird, wenn ein Team jetzt, also angenommen, wir haben nach 15 Minuten keine Entscheidung, aber ein Team ist komplett eliminiert, dann bekommt dieses Team trotzdem den Punkt abziehen. Also nur die, die am Ende wirklich noch vollständig übrig wären oder so, oder einer übrig wäre, die behalten dann die Punkte beim Unentschieden. So, jetzt Pinfall gegen Tyler Breeze. Aber der kommt raus. Pinfall gegen David Cole jetzt. Und Cole ist raus! Oha, Psychot Aggressive läuft ja richtig bei euch. Warum war der jetzt, war da irgendwie ein Oh My God Finish oder so? Jetzt Pinfall von Kofi. Ja, aber da kommt er raus. Oh, also der muss ich jetzt richtig strecken hier, der Cole. Der Masters. Ich sag's immer wieder, seitdem es hier das Match gab zwischen Baldwin und Death Psycho, seitdem läuft's hier nicht mehr für Psycho-Tigress. Die sind eigentlich innerlich zerstritten. Zu viele Alpha-Tiere. Ganz klar. Und Cole verliert absichtlich. Der will den Cole Club einfach zurückbringen. So, jetzt Superkick gegen Kofi. Aber der reicht natürlich noch nicht. German Suplex gegen Big E. Da wird ordentlich geboot bei dem Match. Also die Fans sind nicht zufrieden damit. So, jetzt beide AOPs erstmal so aus dem Ring befördert. Von Tyler Breeze. Jetzt Pinfall wieder gegen Masters. Reicht das dann jetzt? Ne, auch nochmal der Kick raus. Das war eigentlich Fandango da oben. Wie so ein Förster in seinem Hütchen. Oh, jetzt Pinfall gegen Akim. Aber der kommt raus. Kofi wehrt sich. Ist eigentlich Kofi mal die blonden Haare einstellen. So, jetzt Fandango wieder da. Aber Kofi will hier gegen Rizar gehen. Oh, jetzt holt sogar hier mit einer Waffe geholt. Obwohl es kein Extreme Rules Match ist. Die KI ist schlau, Mann. So, und der sitzt mal vollkommen von Rizar gegen Fandango. Und hat jetzt Glück gehabt. Nimmt ihm jetzt auch den Candlestick weg. Wie ihn einfach hier... Ey, was ein No-Selling von Rizar. So, und jetzt Pinfall gegen Big E. Aber auch da wieder der Kick-Out. Oh, Big Ending sollte kommen. Da rettet tatsächlich Rizar Michael Masters. Und nochmal. Und dafür sitzt auch die Clothesline. Ich glaube, das ist ein Finisher von dem. Jetzt erstmal wird hier geguckt, ob Akim aufgibt. Das ist natürlich gut, dass der andere von AOP den Pin ver... Ey, der, das gibt ja gar nicht, was für ein Glück hat hier. Ja,
Psychotic Wrestling ist eliminiert, alles klar. Und Kofi ist auch raus. Jetzt eventuell Big E. Ja, das ging jetzt mal schnell. Was macht denn Fandango schon wieder da oben? Also, AOP gegen Breezango im Finale. 6 Minuten 47 sind es noch. Jetzt Fandango erstmal eliminiert. Mann, jetzt AOP da. Also auf jeden Fall steht fest, New Day und Psychotic Wrestling werden auf 0 Punkte zurückgesetzt. Und jetzt stören sie sich hier gegenseitig, nee. Fandango kommt wieder zu sich. Das macht jetzt Rizar. Sucht die nächste Waffe. Jetzt Pinfall gegen Rizar. Ich würde sagen, das ist ja gar nichts passiert im Prinzip. Jetzt schauen wir mal, ob er aufgibt. Ja, da kommt Rizar und unterbricht das Ganze. Und jetzt eventuell ein Pinfall gegen Rizar. Ist das das Ende hier für einen von beiden? Tatsächlich. 2-1 jetzt. Jetzt muss Akim richtig hier aus dem Quark kommen. 5 Minuten und 3 Sekunden noch, damit Breezango Champions werden. Warum sind die eigentlich so gut in diesem Spiel? Ich verstehe das gar nicht. Und ich glaube, das war's. Ja, Breezango sind die neuen Evo's Tag Team Champions. Das ist auf jeden Fall mal überraschend, würde ich sagen. Ich denke mal, von allen Teams, die drin waren, sind das auf jeden Fall die absoluten Underdogs gewesen. Naja, also, dann wisst ihr, auf wen in Zukunft der Winner Circle treffen wird. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal zum nächsten Match rüber. Und aufgrund der geringeren Championship-Punkte startet dann jetzt hier das NXT North American Championship Match zwischen dem Colonel Neil Caldwell mit 27 Punkten und Mike Leroy, der 33 Punkte hat. Die Bilanz 9 Siege, 5 Niederlagen für Caldwell und für Mike Leroy 16 Siege, 1 Unentschieden, 10 Niederlagen, 33 Punkte, falls ich das eben nicht gesagt habe. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, wer sich am Ende durchsetzen wird. Beide heute mal mit ihrem Pay-Per-View-Outfit am Start. Ich hoffe, das funktioniert und sorgt nicht für irgendwelche Bluescreens oder sowas. Da bin ich ja momentan ganz gut dabei. Also wir haben eine ganz gute Bluescreen-Quote derzeit. Ich bin gespannt und ja, dann drücken wir beiden mal ganz fest die Daumen und los geht's. Ja, dann geht's mal los. Leroy heute in Bayern München Klamotten, so wie es aussieht. Na, ich bin immer gespannt, ob heute hier der Champion aufgeben wird. Beim letzten Mal meinte ja Mike Leroy, ihm war klar, dass er das Match verliert, weil es Extreme Rules war. Dann müsste er heute bessere Chancen haben. Ach nee, das soll hier Frankreich angeblich sein, doch nicht Bayern München. Ja, Powerbomb. Reicht noch nicht. Und jetzt ein Roller nach den Punches. Aber der Kickout. Big reversal.
Tilt the wall slam. The champ getting put to the test here for the championship. Easily kicks out of that one. Tried for it early. Ja, Crossbody geht schief und dafür gibt es jetzt einen Fallaway Slam. Ich liebe den Fallaway Slam. Er ist so einfach, aber hat so viel Retro-Faktor. Oh, able to counter. Dominating Crossbody. Dropkick in den Rücken. Und Rainmaker DDT. Mit Pinfall. Aber der Kickout. Just a step quicker. Great agility there. Brutality. He got out of the way. Clothesline. The challenger eating up some damage. No need to panic. He's still swinging. He's tossed. She could airline mouse for that. Harsh impact. Wieder das Opossum eingesetzt. Stomping away. Und jetzt kommen sie langsam an die Submission Moves. Working on the arm. GTS German Suplex. Und gibt das einen Pinfall? Deutet darauf hin, ja. Mir ist übrigens nicht aufgefallen, ist die KI. Bei Pinfalls, die drehen jetzt immer die Wrestler vom Ringseil weg. Die ziehen die quasi in die Mitte. Achtet mal darauf, das war früher nicht so. Da haben sie die immer zum Ringseil quasi gedreht. Deswegen gab es auch da so viele Rope Breaks. Ja, auf jeden Fall jetzt der Catch Finisher. Und nochmal der GTS. Jetzt bin ich gespannt. Catch Finisher hat natürlich ordentlich Impact. Aber da kommt der Champion nochmal raus. So, Deep Six. Aber diesmal reicht er nicht. Da muss jetzt mehr kommen. Vielleicht kommt der Tombstone. Ne, nochmal ein Rainmaker DDT. Rollt sich Leroy erstmal raus. And the referee starts his 10 count. Amazing reflexes on display. The challenger is not in a great place. Yeah, he needs to make an adjustment here. Three. Back in from the floor. He's calling for. Und da soll was Finisher-mäßiges kommen. Und der Tilt-A-Whirl Tombstone und schön ins Ringseil rein. Aber er zieht ihn weg. Aber auch da kommt Leroy raus. Also das Match ist auf jeden Fall jetzt schon besser als alles, was wir in der ganzen Woche gesehen haben, gefühlt. Der ganze In-Game-Monat Dezember war nämlich echt Schrott. Seitdem Extreme Rules war. Das Match entschädigt gerade. Anscheinend hat die KI nur noch Bock, wenn Pay-Per-Views sind. Ich weiß es nicht. An allen anderen Tagen sind die unmotiviert. So, Comeback sitzt von Caldwell. Und jetzt aber auch Comeback von Leroy. Jetzt geht's hier richtig zur Sache. Und er probiert den Pin voll. Oh, mit unfairen Pin? Nee. Jetzt hätte er den Finisher weggeschmissen. Kickout von Caldwell. Tritt vorbei. Crossbody geht vorbei. Und das ist jetzt Wrestling auf ganz hohem Niveau. Oh, gibt jetzt Leroy auf. Das wäre natürlich... Nee, er befreit sich. Sagen, das wäre natürlich jetzt die Sensation. Superman Punch sitzt und da ist wieder der verbuggte Superman Punch, wo sich der Gegner wieder hinsetzt. Und jetzt? Ja, geht's doch draußen.
Und wieder rein. Da sollte einfach nur mal ein paar Meter fliegen. Ich weiß gar nicht, wie hoch ist denn das? Über das Seil fliegen bis zum Ringboden? Das ist so 2 Meter? Ja, bis zum Hallenboden natürlich. Auf jeden Fall jetzt mal der Kicker und nach dem Deep Six. Ich glaube, es war ein Deep Six. Ich war gerade mit meinen Gedanken irgendwie so in der Rechnung. Weil ich mir gerade irgendwie bildlich vorgestellt habe, wie einer dann da unten steht. Ja, das ist mehr, oder? Ich sag jetzt einfach mal so 2,70 Meter. So, Superkick sitzt. Und da soll der nächste Finisher kommen. Von Caldwell. Und wieder hier. Till the World Tombstone. Der ist genau in der Mitte. Und ich glaube, das wird jetzt das Ende sein. Jo, starkes Match. Colonel Neil Caldwell setzt sich also gegen Mike Leroy durch. In einem echt guten Match. Also ich glaube, selbst wenn jetzt der Rest Schrott ist, wir haben zumindest ein gutes Match heute gesehen. Weil jetzt auch das Tag Team Match auch nicht so der Müll war. Ich fand es eigentlich dann auch lustig, als dann zeitgleich quasi The New Day eliminiert wurden und Psychotic Wrestling. Und dann quasi am Ende ein Tag Team gegen das andere war. Na gut, also Glückwunsch an den Caldwell. Für Mike Leroy bedeutet das, er muss dann wieder von unten anfangen. Und wir gehen dann mal zu unserem nächsten Midcard Match an. Schauen wir mal, was das wird. Und als nächstes trifft der 45 Punkte Headhunter mit 15 Siegen, 0 Unentschieden, 10 Niederlagen auf den 36 Punkte Killer Gamer, 16 Siege, 0 Unentschieden, 8 Niederlagen. Es geht natürlich um den WWE Intercontinental Championship. Dann schauen wir mal, wer sich am Ende durchsetzen kann. Viel Spaß, viel Erfolg. Ja, da tritt hier der Headhunter heute mal wie Robin Hood an, oder was? Beide mit einem Pay-Per-View, beziehungsweise beide mit Outfit 2. Aber Killer Gamer befreit sich da erstmal draus. Da ist ein Pinfall. Oh, das reicht nun mal nicht. Kick-Out bei 1. Just a debilitating neckbreaker, stomping down. How impressive was that reversal? Ah, da gut gemacht jetzt der Killer Gamer. Sofort Erholung clever gewählt. Aber auch da jetzt wieder Headhunter, schnell auf dem Bein. Aber da wird der Weg jetzt zu lang sein. Nein, kriegt er hin tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber Killer Gamer wirft ihn raus. Auch jetzt schon hier. Vom Match jetzt schon besser als die ganze Woche, ganz ehrlich. Hier so dieses übers Ringseil schmeißen, das ist ja sensationell. Ja, jetzt Reverse DDT vom Killer Gamer gegen Herr Tante. Kick-Kombo. Reicht bei dann definitiv auch noch nicht. Der Chop ging jetzt ein bisschen schief, oder? Aber dafür gibt es jetzt hier wieder dieses Sister Abigail Flatliner-Kombo und Opossum, aber das reicht dann auch nicht. Aber es war eigentlich clever gemacht, weil er gerade ordentlich Probleme hatte, der Killer Gamer. Natürlich hat er jetzt keinen Widerstand, das steht auch fest. Das sieht mal so strange aus, dieser Aufgabegriff. Oh, Headhunter setzt ihn aufs oberste Seil. Und Avalanche RKO. Ne, Quatsch, Avalanche Cutter war ja kein RKO. Superkick sitzt. Gut, Cutter oder RKO sind wir bisher. German Suplex Pinfall. Aber Killer Gamer kommt raus. Aber echt ein gutes Match auch wieder.
Also ich bin dafür, wir machen jetzt nur Pay-Per-Views. Den Rest der Woche, der fällt einfach aus. So, das gleiche Spiel nochmal. Oh, und da ist der Dominator. Und jetzt wird es, glaube ich, echt kritisch. Für den Killer-Gamer, denn er hat eben seinen Widerstand weggeklatscht. Und dafür ein Opossum gezeigt. Ne, er kommt nochmal raus. Ja, aber jetzt... Ed Hunter immer noch am Drücker. Jetzt Killer Gamer wieder mit dem Reversal. So, GTS Kinshasa Kombi. Da mache ich mir keine Gedanken, dass das schon ein Three-Count wird. Der hat kaum was eingesteckt, der Headhunter. Aber wir wissen bei dem Spiel, ja, Kick-Out, dann sagen wir, wir kennen das Spiel ja. Also AKO kommt jetzt erstmal nicht, Headhunter steht. Läuft ihm genau hier in den Ellbogen rein. Oh, der Spear geht schief. Der Spear ging ins Leere. Aber Headhunter da wieder im Reversal. Und jetzt sitzt der Spear. Pinfall. Kickout wieder bei 1. Mit diesem Low-Selling gefühlt. Auch wieder schief. Wer hat denn sein AKO heute? Ah, auf Ansage. Catch, Finisher AKO. Gegen den Headhunter. Reicht das? Er kommt raus. Das war garantiert Widerstand. Ich glaube, dieses Wegdrehen immer ist dann der Widerstand. Und jetzt soll es Comeback kommen vom Killer Gamer. Sieht gar nicht gut aus für Headhunter. Und wieder GTS Kinshasa Kombi. Reicht das jetzt? Nee, nochmal der Kickout. So, wo geht's jetzt hin? Suplex gezeigt. Warum geht sowas bei den Pay-Per-Views hin? Warum nicht mal in den normalen Wochenshows derzeit? Nochmal ein Dominator. Und der ist kein Rope Break. Aber wieder der Kick-Out vom Killer Gamer. Alter Schwede, ist das krank. So, einmal die Lampe aus dem Boden rausgezogen. Woher auch immer die jetzt war. So, und jetzt zeigt er sein Comeback. Jetzt sieht es für den Killer Gamer dann schon wieder eher schlecht oder kritisch aus. So, jetzt nach dem Comeback der Pinfall. Und sagen, wir haben ja schon ein paar Mal gesehen, dass das zu einer Entscheidung geführt hat. Heute nicht. Oh, beide gehen vorbei. Und wo hat er den jetzt schon wieder her? Er hat schon wieder hier GTS Kinshasa. Bricht jetzt mal selber erstmal konditionell zusammen. Rope Break. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich für mich Rope Break, aber
Wir haben schon oft im Spiel erlebt, dass es dann Nonsens war. So, und jetzt der AKO wird abgefangen. Da hat er jetzt Glück gehabt, der Headhunter. Jetzt allerdings wieder Killer Gamer mit Reversal. Und jetzt sitzt der AKO und ich glaube, das war's. Eins, zwei. Jo, Killer Gamer setzt sich also gegen den Headhunter durch in einem echt heftigen Match. Das ist natürlich für den Headhunter heftig, 45 Punkte verlieren und sich dann wieder hochzukämpfen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr krankes Match, was wir gesehen haben. Killer Gamers, ja. Triumph geht weiter. Glückwunsch dazu. Und ich denke mal, zwei Matches, die wir jetzt schon gesehen haben, waren auf jeden Fall hier 5 Sterne Deluxe. Dann gehen wir einfach mal weiter. Damit kommen wir dann zu unserem Raw United States Championship Match. Und da haben wir einmal den Gully, der bei 42 Punkten steht, 14 Siege, 9 Niederlagen. Und den Fabsi, der bei 45 Punkten steht als Champion, 14 Siege, 7 Niederlagen. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgeht. Drücke natürlich hier beiden wieder die Daumen. Hoffe natürlich, dass wir hier nochmal wieder so ansatzweise die Matchqualität der ersten Matches bekommen. Das wäre schon ganz nett. Ansonsten, wenn es nur ja, vielleicht ein Viertel davon ist, ist es auch erstmal okay. Es kann ja nicht nur gute Matches geben. Also, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Match und los geht's. Ja, dann geht's jetzt weiter. Gully gegen den Fabsi. Das ist natürlich vom Größenunterschied heftig. Ganz klar. Aber wir haben das schon öfters erlebt. Aber trotzdem, Fabsi ist so dominant, dass das, glaube ich, wirklich sehr, sehr schwierig wird für ihn. Ja, früher Kickout. Ja, und jetzt werden erstmal Mittelfinger verteilt. Ja, stößt er ihn weg, da sieht er echt erbost aus. Und auch da quasi von Fabsi zweimal No-Selling, aber jetzt ist er dann doch erstmal geschlagen. Das macht Gully gut. Pinfall. Aber auch da wieder der Kickout. Auch ein wildes Hin und Her hier. Also ich glaube, auch hier werden wir wirklich ein spannendes Match gleich sehen. Oder sehen wir ja schon. So, und jetzt Top Rope Reverse DDT. Mit Pinfall. Aber auch da wieder der Kickout bei 1. Greift Fabsi vorbei. Spinebuster. Pinfall. Aber auch da wieder der Kickout. Das war, glaube ich, sein Signature. Vom Gully. Jetzt soll der Finisher kommen. Also Fabsi gerade wirklich mit großen Problemen. Aber jetzt, ja, kaum sage ich's, fängt er den Finisher ab. Und zeigt dafür jetzt seinen Pedigree. Ah ne, Pearl River Plunge.
Ja, Lee kommt noch mal raus. Da denke ich auch, so lasse ich mich nicht schlagen. Er pusht sich. Und das Comeback jetzt von Gallen. Ich glaube, das könnte jetzt wirklich schwierig werden. Er schmeißt ihn nochmal raus. Und wirft jetzt wahrscheinlich gleich dann wieder rein. Wir kennen das Spiel. Nee, der Fapsi schmeißt wieder zurück in den Ring. Spinebuster. Pinfall. Und das war's. Tatsächlich Gully. Nach dem Spinebuster setzt er sich gegen den Fapsi durch. Gut, das war jetzt wahrscheinlich von den Midcard-Matches das Schlechteste, was wir gesehen haben. War aber okay. Aber mit dem Spinebuster wird dann der Gully der neue Champion und zieht damit von den Punkten gleich auf. Beide jetzt mit 45 Punkten. Und ja, da tease ich schon mal an. Wobei, ihr seht es ja morgen sowieso von den Punkten. Also morgen geht es dann definitiv wieder die Punkte. Und die Rankings. Also beide jetzt gleich auf. Aber dahinter sind 9 Punkte Rückstand. Also da müsste jetzt vieles schief laufen, dass Fapsi nicht beim nächsten Pay-Per-View sein Rückmatch erhält. Glückwunsch an den Gully. Dann kommen wir jetzt langsam zu unseren Main Events. Und da starten wir in einem, ja, mit einem Match zwischen Arc Enemy und Aiden Calipale. Und das ist auf jeden Fall in einem Ranking, wo alles sehr, sehr knapp beieinander liegt. Wir haben hier Arc Enemy, Champion, 33 Punkte, 11 Siege, 13 Niederlagen. Dann haben wir Aiden Calipale, 30 Punkte, 13 Siege, 9 Niederlagen. Auch dahinter in Lauerstellung haben wir schon einen Joey Samuels mit 27 Punkten, einen Finn Balor mit 27 Punkten. Und selbst ein Wesley Malcolm Briggs ist jetzt auch mit 21 Punkten nicht so weit weg. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Match hier ausgehen wird. Drücke beiden die Daumen und ja, los geht's. Und allen Zuschauern viel Spaß. Ja, dann werden wir jetzt im Ring. Match ist angeläutet. Beide hier wieder die schwarz-roten Krieger. Dream of competing for it. Well said, Corey. Yeah, if they gave out championships for commentary. So, jetzt hier Aiden Calipale mit einer beleidigenden Backpfeife. Jetzt ein Powerbomb hinterher. How impressive was that reversal? Das ist noch ein bisschen hier abtasten von beiden. So, Schoolboy Powerbomb gegen Arc Enemy. That's how you wear down your opponent. Wieder die Befreiung von Arc Enemy. Aber auch da wieder der Reversal von Aiden Calipale. Ich glaube, wir sind immer noch über den Abtastenmodus hier hinaus. So ein paar Side-Backbreakers und wieder weggeschleudert. Das war mal ein German Suplex. Überhaupt kein Glitch jetzt. Man liegt ja mit dem Kopf in die ganz andere Seite. So, wo führt Arc Enemy jetzt? In die Ringecke. Was sehen wir jetzt? Okay, Suplex mit Seilunterstützung. Na doch nicht. Und dann kommt er mit einem Dropkick gegen den Kopf da herangeflogen. Also jetzt Arc Enemy auf einmal wieder im Match drin.
avoiding trouble there. Captured the leg. Hits him with a gut-wrench suplex. What impact! He might have been waiting on that one. This could be big. Wieder Reverse. Nee, doch nicht. Das sah wie ein Reversal aus. Und jetzt das Opossum. Also ich würde mich wirklich nicht auf einen Sieger festlegen wollen. Es kann echt in beide Richtungen gehen. So, der Spear geht schief. Uppercut von Arc Enemy. Kick und DDT. So, und jetzt kommt diese Clothesline-Kombination von Arc Enemy. Damit hat er auch schon Matches beendet. Es ist halt wieder soweit. Ne, Kickout bei 1. Gar keine falschen Hoffnungen machen, ne? Ringrichter ist lange nicht mehr K.O. gegangen, oder? Oh, und jetzt gibt's hier den Drive-By. Nein, doch nicht. Tornado DDT durch die Ringseile. Oh, Reversal wieder. Aber auch da wieder Reversal. Und nochmal Reversal. Und nochmal Reversal. Ich dachte gerade, es wäre schon wieder. Famaser. He is efficient and dangerous with his offense thus far. Few superstars are as dominant as this guy. Ja, jetzt geht's dann doch in den Ring zurück. Und Comeback. Das war jetzt knapp. Headbutt. Jetzt ist die Frage, ob der Signature weg ist. Da auf jeden Fall der Neckbreaker von Aiden Calipay. Match ist auch nicht schlecht. Also ich sag mal wirklich, es gab die ganze Woche kein einziges Match hier in unseren normalen Wochenshows, was besser war als das, was wir beim Pay-Per-View schon wieder gesehen haben. Jetzt Pinfall gegen Arc Enemy gegen den Champion, aber auch da nur der Kickout. Und Spear. Oh mein Gott, war das knapp. Kommt Arc Enemy auch nochmal hier kurz vor 12 raus. Finisher soll kommen. Und Whippersnapper. Pinfall. Und that's it. Aiden Calipay setzt sich also gegen den Arc Enemy durch. Bedeutet also nach Punkten, dass jetzt auch da beide gleich auf sind. Das gefällt natürlich Joey Samuels und Finn Balor überhaupt nicht. Aber Aiden Calipay hat es geschafft. Ist wieder Champion. Was eine Maschine. NXT Champion. Gewöhnlich nicht an den Titel. What a match.
Den holt sich eventuell bald jemand anders wieder. Oder was heißt wieder? Überhaupt zum ersten Mal. Na gut, also das Match war doch auch ganz gut anzuschauen. Dann gehen wir mal weiter und gucken uns den Co-Main-Event an. Und da kommen wir zu unserem SmackDown-Match. Und zwar geht es um den Universal Championship, den ja Ricardo Balesca trägt. Der steht aktuell bei 39 Punkten, 14 Siege, 11 Niederlagen in Lauerstellung, also beziehungsweise in Lauerstellung. Heute im Championship-Match mit dabei der Jonas. 15 Siege, 7 Niederlagen, steht bei 30 Punkten. Also das könnte interessant werden. Das ist jetzt auf jeden Fall noch das erste Match hier für Jonas um den Main-Title. Ich bin sehr gespannt, ob er die Chance nutzen kann. Oder ob Balesca dann doch jetzt hier wieder Champion bleibt. Für den ließ er die letzten zwei Tage nicht so gut. Hat er die letzten beiden Matches beide verloren. Bin sehr gespannt, ob er sich dann jetzt wieder fangen kann. Also, ich wünsche euch viel Spaß, den Teilnehmern viel Erfolg. Los geht's. Ja, dann schauen wir mal, wie der ganze Spaß hier jetzt so ausgeht. Once a title match is called by yours truly, you know it finally matters in our industry. Well, you're certainly not Mr. Modest today, are you, Corey? Oof. Oh, God, that hurt. Amazing. Close-up von Jonas. Got the head scissors up. Oh, man, that's just nasty. Favorit ist hier natürlich ganz klar Balesca, muss man schon sagen. Also, ich denke mal, egal wer der Gegner ist, der wäre immer Favorit. Bei dem, was der schon im Eververse, in der ganzen Eververse-Geschichte alles abgerissen hat. Das ist ja einfach nur unglaublich. So, jetzt ein Pinfall, aber der wird auf jeden Fall nicht reichen. So, Exploder Suplex. Ja, jetzt draußen, aber zweimal, dreimal kann sich da Balesca durchsetzen in den Aktionen und es geht nicht in den Ring. Und Jonas geht erstmal in den Ring wieder zurück. Er hatte Angst hier vom Countout. Noch schön die Ringtreppe. Das ist jetzt das erste Match, wo die wirklich mal längere Zeit draußen sind. Ja, es geht schief. Und jetzt geht es dann wohl in den Ring zurück, genau. So, was passiert jetzt? Gibt wohl ein Superplex vom obersten Seil. Oh, und da, den kennen wir von Seth Rollins. Ich wusste gar nicht, dass Balesca den hat hier, den Falcon Arrow. Wird denn den jetzt hier niedergestreckt? Das habe ich irgendwie nicht so ganz geschnallt. So, Superman Punch sitzt und auch hier wieder der verbuggte Superman Punch. Kennen wir ja mittlerweile. Und Spear. 1, 2. Ja, und... da muss man schon sagen, Balesca richtet da quasi schon den Jonas mehr oder weniger hin. Der hat ja nicht mal den Hauch einer Chance im Ring gehabt. Das war mal eine schnelle Titelverteidigung. Das war jetzt eigentlich das obligatorische Match, was wir hier aus den Wochenshows kennen.
Gut, schlecht war es jetzt nicht, aber ich bin dann doch erstaunt, dass ein Abonnent so schnell hier verliert. Naja, 0 Punkte dann wieder für den Jonas. Und wobei der auch die letzten Matches, die letzten 3 hat er alle verloren gehabt, der Jonas. Letzter Sieg am 24. Na gut, ja, dann kommen wir dann jetzt zu unserem ultimativen Main Event. Und das ist das Match zwischen dem Sebastian, unserem Champion. 42 Punkte geholt, 14 Siege, 13 Niederlagen gegen den Herausforderer Randy Orton. Der steht bei 18 Punkten, 6 Siege, 5 Niederlagen. Da sieht man Randy Orton definitiv ein Teilzeit-Wrestler im E-Verse. Ich bin sehr gespannt. Randy Orton ist auf jeden Fall einer, der das Potenzial hat, eine Maschine zu sein. 2K19 ging der auf jeden Fall richtig ab. Und bin gespannt, ob der das jetzt hier auch in 2K20 unter Beweis stellen kann. Weil Sebastian ist auch ja mittlerweile so ein dominanter Evoverse-Charakter. Das wird, glaube ich, sehr schwer. Der hat zwar am 25. Mal verloren, aber ansonsten viele, viele Siege geholt. Ich bin gespannt. Wir drücken natürlich mit Sebastian als Abonnenten die Daumen. Und los geht's. Jo, da sind wir zu Hause. Ringrichter lässt das Match anläuten. Und direkt geht's mal eine Runde Cat Wrestling, wo Sebastian erstmal die Oberhand behält. Ja, Power Slam. Aber da, dieses Necken, das lässt sich Sebastian nicht mal bis 1 gefallen. Auch so eine Art Judas-Effekt hier. Nur, dass er halt aus dem Ringsaal rausgerannt kam. Ich habe auch sowas ähnliches, aber meiner macht das als Running Move. Ja, Orton hat gerade nicht viel zu lachen. Oh, könnt ihr euch echt nur an Randy Orton in 2K19 erinnern? Diese Haarfrisur von dem, die war so schrecklich. Diese langen Haare, die er in der Realität eine Zeit lang wieder getragen hat. Absolut grauenhaft. Das hat ihm, wo er jung war, hat ihm das ganz gut gestanden. Aber im Alter sieht er echt doof damit aus. Ja, Exploder Suplex, auch wenn die Orten herstehen. Ja, da lässt sich erstmal feiern. Backbreaker mit Hilfe der Ringseile. Oh, da sollte hier Bicycle Knee Strike kommen, aber Randy Orton kontert das. Und ja, Platzwunde, aber davon lässt er sich nicht abhalten. Zeigt direkt dann mal einen Running Neckbreaker. Pinfall. Ich würde gerade sagen, das reicht doch niemals. Und Orton jetzt wieder mit den Punches. Und da wieder der Reverse. Ich glaube, da sollte die Vorbein von Spike DDT kommen. Jetzt der V-Trigger, Bicycle Knee Strike. Streckt Orton erstmal nieder. Kickout. Aber was macht Sebastian jetzt? Pinfall. Und das war's. Ja, also da können wir definitiv davon sprechen. Ich denke, das spannendste Match hier von den Main-Titeln war Aiden Caleb Hale gegen den unglaublichen Arc Enemy.
Aber definitiv mehr Potenzial hatten die Midcard-Matches heute. Tja, keine Ahnung, warum das Gameplay dann jetzt keine Lust mehr hat. Wahrscheinlich auch gedacht, ey komm, ich kann jetzt nicht wieder hier die Messlatte so hochlegen, dass jetzt hier wieder alle Matches krass sind. Deswegen lassen wir so. Also Glückwunsch an den Sebastian, Glückwunsch an alle anderen Sieger des heutigen Tages. Wir gehen dann nochmal zurück ins Menü. Ja, und damit sind wir am Ende eines weiteren Pay-Per-Views hier im Evoverse angekommen. Wir sind jetzt wieder im Januar, das heißt also, das kann ich euch zeigen, diesen Ingame-Monat haben wir natürlich den Royal Rumble, dann haben wir darauf den Monat noch Elimination Chamber, im März gibt es dann keinen Pay-Per-View, das ist dann quasi so schon die Vorbereitung auf den April und dann gibt es WrestleMania. Also könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wir haben jetzt noch 5, 10, 19, 23, 24 Folgen bis WrestleMania kommt. Also auch dann quasi in der zweiten Staffel. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf hier. Vorbereitung für die dritte Staffel laufen. Und wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Feedback wieder in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Die Links zu meinen Social Media Accounts, Facebook, Twitter, Instagram, Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Follow hinterlasst. Wenn ihr Interesse habt, bei diesem Projekt mitzumachen, werft einen Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr ein verlinktes Video, wo die ganzen Teilnahmedinge erläutert werden. Dann findet ihr noch zwei Textdokumente und ansonsten ja täglich WWE2K20 auf meinem Kanal. Wenn ihr dann Interesse habt, dann gerne mal ein Abo dalassen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werden, wir diesen Weg in Zukunft gemeinsam bestreiten würden. Ich bin jetzt raus, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.